Willkommen zu Frequent Traveler TV. Wie immer eine frisch gepresste Folge hier aus der Villa Premium Deluxe im finnischen Frühjahr. Wir haben 15 Grad, das ist unglaublich. 15 Grad, vor ein paar Tagen noch minus 11, Schnee gekommen, Schnee ist weg. Aber die Themen sind nicht desto frisch gepresster. Doch, sie sind frisch gepresster, denn sie habe ich für euch heute rausgesucht. Und zwar fangen wir heute mit der ersten Aufnahme an, auch wenn Meilenmittwoch ist, mit den News, das heißt also mit dem Vielflieger-Update. Und zwar, Boeing 777-9 bekommt 20 Bestellungen, man weiß gar nicht, wer die bestellt hat. Boeing wird bei den Quartalszahlen komplett abgehängt von Airbus, ist ja auch nicht verwunderlich. Dann gibt es bei Boeing einen Whistleblower für die 787 und die 777-Produktion. 787 hatte man ja gedacht, 777, gucken wir uns mal an, was da wieder schief gelaufen ist. Boeing sagt aber grundsätzlich, nee, das ist kein Problem, die widersprechen. Dann haben wir Business Class für Bundestagsabgeordnete, das war gestern. Wir haben, was haben wir denn noch? Wir haben TSA, die berichten von hunderten Fällen, wo Leute durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind. Und einige haben es sogar geschafft, also quasi durch die Sicherheitskontrolle gegangen sind, ohne Sicherheitskontrolle und sogar geschafft haben zu fliegen. So ist es komplett richtig formuliert. Dann haben wir noch als Thema American Express USA Promotion. Ja, ich weiß, ich muss ein bisschen Werbung für US-Kreditkarten machen, weil es so ein geiles Produkt ist. Und was hatte ich noch? Ich hatte noch was Lustiges und zwar ILA ist gesichert. Wir machen heute den Lufthansa Allegris Selbsttest. Wir schauen uns auf der Lufthansa-Seite an, wie ich meinen Sitzplatz finde und vor allem, wie der Name der ganzen Sitze sind. Man wird ja ganz wuschig, so wie Lufthansa es nennt. Habe ich irgendwas vergessen? Wahrscheinlich. Lasst es uns angucken. Ach ja, Frage des Tages habe ich heute nicht gemacht. Machen wir spontan. Also, denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, Like dazulassen und Kanalmitgliedschaft. Also danke und für die Unterstützung. Jetzt können wir direkt loslegen, bin wie immer im Stretch. Und zwar, da hat jemand Boeing 777-9er bestellt und man weiß nicht, wer das war. Und das ist natürlich, ich will nicht sagen unangenehm, aber dieser unbekannte Kunde hat 20 Stück bestellt. Es könnte natürlich sein, dass dieses ein Kunde ist, den wir kennen. Vielleicht ist die Lufthansa, man weiß es nicht genau. Auch wenn es so rumgeistert, dass man bei Swiss eine All-Airbus-Flotte machen möchte. Aber wenn man jetzt einfach mal anguckt, es stehen bei Boeing 85 Bestellungen für die MAX drin, 8 777-9 für Äthiopien stehen drin und ein ungenannter Kunde kauft 20 Stück von der 777-9er. Das Ding fliegt ja nicht. Die Bestellungen sind bei 409. Jetzt gucken wir einfach mal an, wer das ist. Könnte Lufthansa sein, weil die haben ja Optionen. Es könnte aber auch sein, dass es jemand anders ist. Vielleicht ist es Emirates. Man weiß es nicht. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Leasingfirma, die sich irgendwelche Optionen sichert. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Zwei heiße Kandidaten wären zum Beispiel auch die Türken. Die Türken wollen ja expandieren wie Hammerkranke. Und wir haben Thai Airways. Und die Thai Airways hat ja auch 787 bestellt und hat gesagt, wir haben uns aber auch gleichzeitig 777X bestellt. Also gesichert, Option. Vielleicht haben die Bestellung umgewandelt. Irgendwie wollen wir Haare heute nicht. Ich muss wieder zum Friseur, keine Ahnung. Kommentiert zu dem Thema Flugzeug, nicht zu den Haaren. Wir haben dann ein weiteres Thema. Natürlich, wenn man sich das anguckt mit den Bestellungen, mit den Quartalszahlen bei Airbus und bei Boeing. Und da muss man ganz klar sagen, dass in diesem ersten Quartal Airbus wesentlich besser dasteht als Boeing. Man hat 63 Flugzeuge ausgeliefert. Im Gegensatz zu Boeing war das das Doppelte. Also das heißt, da ist eine ganz klare Gap gekommen. Natürlich ist das so, und ich werde das nachher nochmal aufnehmen, jede 787 von Boeing, die ausgeliefert wird, wird persönlich mit Handschlag von der FAA verabschiedet. Heißt also, da wird kontrolliert. Und das war einfach nur der März mit den 63 Flugzeugen, ne? Klar. Wenn man das erste Quartal genau anguckt, dann sind das sogar 142 Jets. Das entspricht 18% der rund 800 Flugzeuge. Müssten eigentlich 25 sein. Also 25% war ja Quartal, ne? Von den 800, die man bei Airbus ausliefern will. Aber
Man hat 170 Bestellungen auch reingeholt für Flugzeuge. Also ich bin mal gespannt, was da passiert. 29 Stück wurden halt bei Boeing in die Bestellung reingenommen, 89 dann vorher in den 2 Monaten. Das sind also auch Passagierflugzeuge und Frachter. Und der Großteil der Boeing-Auslieferung entfiel auf 13 Jets mit den Langstreckenmodellen 787 Dreamliner. Die Produktion der 777 steht still, weil Boeing ja, Platz braucht für andere Flugzeuge zu produzieren. Kann man sich da halt nicht ausdenken. Und im ersten Quartal verbuchte Boeing 131 Neuaufträge und 5 Stornierungen. Das ist das Ganze. Und jetzt ist es etwas spannender geworden bei Boeing, weil es gibt bei Boeing wieder mal einen Whistleblower. Der Kollege hat auch einen Namen. In dem deutschen Ding steht das gar nicht drin. Gott sei Dank lese ich ja auch amerikanische Medien und US-Sachen oder englische Sachen. Und da stand das drin, dass der Kollege Whistleblower, und das ist jetzt Sam Salepur, der arbeitet seit 2007 bei Boeing, war in der 787-Produktion, hat es seiner Geschäftsleitung gemeldet, hat gesagt, hey, da sind Probleme. Und ist dann in die 777-Produktion gegangen. Also quasi gegangen worden, muss man sagen. Und das spricht natürlich auch nicht unbedingt dafür, was die Jungs bei Boeing für eine Qualitätskontrollen-Mentalität haben. Und es ist halt wirklich so, dass man halt wirklich da Dinge macht, die eklatant schwierig sind. Also es gibt zum Beispiel irgendwelche Paneele, die produziert wurden, die sind nicht auf Maß gefertigt worden, wie es sein musste. Und dann gab es Spalte und Spalt kann man natürlich irgendwie ändern oder wenn die zu groß sind. Da sind Leute wohl angeblich draufgehüpft, dass das dann passt oder wie das auch zurechtgetreten. Ich kann mir das alles nicht vorstellen, damit das dann alles gepasst hat. Und das ist so der alte Handwerkerspruch, wenn es nicht passt, wird es passend gemacht. Und das ist ja gerade in der Luftfahrt ein riesiges Problem. Wenn wir uns nämlich da mal angucken bei der 787, was er da gesagt hat, da ist es so, dass der Kollege übrigens schon im Januar geschrieben hat und dass 1000 Dreamliner betroffen sind und 400 777 der aktuellen Reihe betroffen sind. Und da ist es halt wirklich so, dass er dort gearbeitet hat und er hat dann gesagt, dass das auch noch nach der Kontrolle durch die FAA ein Thema ist. Also daran sieht man, dass das jetzt nicht ganz so effizient ist. Und er sagt einfach, dass wenn man diese Paneele oder sowas, die man da so unsauber verarbeitet hat, einbaut, dass das halt zu strukturellen Problemen führen kann, weil, wie ist es hier, wo ist das mit der 787? Und zwar ist es so, wo haben wir die Zahl, wie viel Flugbewegungen es geht? Und zwar 165.000 Cycles kann man mit der 787 machen. Das sagte Boeing. Und durch diese Geschichte ist es so, dass man auch sagt, nö, das wäre nicht so. Auch hat man ihm physische Gewalt angedroht. Also daran sieht man, wie der Druck bei Boeing ist mittlerweile, dass man dort ja sehr dünnhäutig ist, wenn es darum geht, mit Produktionsproblemen klarzukommen. Und ich bin da mal gespannt, was da passiert. Also ich denke mal, wenn der Kollege, der Salem Salepur, der geht nächste Woche zu seinem Senatshearing und spricht über die kaputte Sicherheitskultur von Boeing und der offizielle Titel ist Boeing's Broken Safety Culture. Das ist in meinen Augen auch dringend nötig. Wenn das alles stimmt, was er sagt, dann haben die ein echtes Problem. Und wenn man da halt von 1000 Flugzeugen spricht, Lufthansa fliegt ja schon 787, Austin kriegt ja seine bambu-umlackierte Maschine auch. Also da ist Musik im Karton. Und da sollten wir eventuell mal eine Zwischenfrage stellen. Und da könnt ihr ja mal darauf antworten, was geht in euch vor, wenn ihr so etwas hört? Also was denkt ihr bei solchen Fällen? Und inwieweit ist das etwas, wo man vielleicht doch nicht mehr so ein gutes Gefühl hat, mit der 787 zu fliegen? Schade, dass man bei der 737 Max ein schlechtes Gefühl hat, jetzt bei der 787 und jetzt auch die 777 da wirklich in den Fokus rutscht und man da auch dann durchaus Fragen sich selber dann stellt, ob das alles so in Ordnung ist. Und 165.000 Cycles, das ist eine Hausnummer. Also das ist schon krass. Wir haben als Thema jetzt
Die Business Class. Und zwar wird die Business Class besonders ab Berlin oder nach Berlin, je nachdem, welche Strecke das ist, leerer. Weil der Bundestag den Abgeordneten verboten hat, Business Class zu fliegen. Der Grund dafür ist, dass es gibt ja ein Budget dafür, dieses Reisebudget und die Reiserichtlinien. Und jetzt kommt dieses Zitat: Um Dienstreisen möglichst im gesamten Verlauf eines Haushaltsjahres genehmigen zu können, erfolgt diese zukünftig bei einer Flugdauer unter 4 Stunden für die Economy Class und nicht mehr für die Business Class. Also 4 Stunden fliegen ist nicht mehr Business Class. Und das hat gesagt Bärbel Baas von der SPD. Und der Grund dafür ist, das hat die Bild-Zeitung berichtet, die sind ja meistens sehr gut informiert. Zur Steigerung der Reisequalität bei Bedarf sind aber Lounge- und Fastlane-Nutzung, festhalten, erstattungsfähig. Der erste Kommentar darunter ist: Fastlane sollte für Abgeordnete abgeschafft werden. Abgesehen davon ist es ja Beamtenbestechung, wie wir jetzt gelernt haben. Weil nur wenn sie selber wissen, wie es in der Fastlane ist, Entschuldigung, in der normalen Lane ist, dann kriegen sie quasi den Dreh raus, dass man da das Produkt verbessern muss. Also Fastlane-Verbot für alle, Lounge-Verbot für alle. Für eigentlich grundsätzlich sollten unsere Volksvertreter ja nur Economy Class fliegen und etwas mehr achten auf unser Geld. Also, da könnt ihr auch kommentieren, ob ihr das Verbot für richtig haltet oder nicht. Inwieweit ihr da jetzt sagt, das ist ein Problem. Und interessanterweise, bei den meisten Erhebungen sind ja eine Partei in der Spitze bei den Flügen, die, ich glaube, Fliegen verbieten will. Geil war auch ein Kollege, das muss ich auch noch erzählen. Ich weiß nicht, habe ich das gestern gesehen oder so? Von den Grünen, der hat ja gefordert, dass man nur noch im Bundestag, glaube ich, oder sowas, so und so oft fliegen sollte. Ich sage jetzt mal eine Zahl, ich weiß es jetzt nicht mehr, 3 Langstrecken pro Jahr. Und dann hat er eine Reise nach Amerika eingereicht, so nach dem Motto Heinrich-Böll-Stiftung und mit Leuten treffen und so, und hast du nicht gesehen? Und Ende vom Lied war dann, dann hat man halt im Ausschuss nachgeguckt, wie oft er denn schon geflogen ist. Und dann ist er mehr geflogen als das, was er als Deckelung haben wollte. Da kannst du es echt nicht ausdenken, dass einige Leute etwas predigen und selber aber andere Dinge machen. Also unglaublich. Ich muss da gepflegt kotzen. Wo ich persönlich immer freudig bin, ist, wenn die ILA in Berlin ist und die ist wohl finanziell gesichert bis 2030. Die Länder Berlin und Brandenburg haben dazu eine Rahmenvereinbarung unterschrieben und wollen das Ganze dann machen. Und der Bundesverband der deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie und der Flughafen Berlin GmbH haben also alle da dem zugestimmt. Beide Länder zusammen beteiligen sich demnach an der ILA Messen 2026, 28, 30 mit je 5,5 Millionen Euro. Und dieses Jahr ist doch auch wieder ILA, ne? Wer zur ILA mitgehen möchte oder vielleicht nach Hamburg. Hamburg ist ich glaube, am 27., 28., 29. In Hamburg die Aircraft Interior, kann mich kontaktieren über diese Nummer. Ich bin auf jeden Fall am 27., am 28. Hamburg, am 29. werde ich wahrscheinlich den Sittich machen. Und damit ist es so, dass man mit der ILA halt wirklich die älteste Luftfahrtausstellung in der Welt gesichert hat. Ich persönlich finde das toll. Und damit ist das so, dass wir in Deutschland halt wirklich nochmal was haben, was so ein bisschen Charakter hat. Aber ehrlicherweise sind andere Luftverkehrsshows mittlerweile geiler. Dubai ist geiler und auch Paris ist geiler, muss man ehrlicherweise sagen. Singapur ist nicht so ganz so tralala, aber ist auch okay. Ich würde mich freuen, wer mit mir gehen möchte, wer mit mir hingeht. Beim letzten Mal war ja auch Mario mit dabei. Jetzt haben wir einen Painful Self-Experiment. Und zwar, das ist Allegris Test. Der Allegris Selbsttest. Und zwar, da nehme ich euch direkt mit auf die Seite. Warte. So, wo ist das denn? Wo habe ich das denn hier? Hier kommt's. So. Ups, das ist falsch. Das ist die falsche. Das kommt erst in dem Meilenmittwoch. Aber ich wollte hier Intermediate. Das ist Lufthansa. So, der perfekte Sitz für dein unvergessliches Reiseerlebnis. Jetzt starten wir mal den Perfect Match. Und zwar, ich sage jetzt einfach mal, ich reise
Allein. Ich möchte freien Nebensitz haben, extra breiten Sitz, mehr Beinfreiheit, direkten Zugang zum Aal und individuell Sitztemperatur. Weiter. Wenn meine Kunden im Flugzeug schlafen, ist ihr am wichtigsten, ich reise alleine, dann möchte ich ein extra langes Bett haben und eine breitere Liegefläche und ein komfortables Bett und eine weit zurücklehnbare Rückenlehne. Dann möchte ich haben eine erhöhte Wände, integrierter flexibler Sichtschutz. Das ist auch schon alles. Dann während des Fluges ist meinen Kunden besonders wichtig. Großzügige Arbeitsablagefläche, ja, das will ich haben. Nee, das nicht. Nö. Ruhe und gute Schlafmöglichkeit. Zack. Dann vier da. Das haben wir. Das haben wir. Dank dir, Chuck. So ist das. Und Ladefunktion. So. Wie viel Budget? Das ist jetzt die Masterfrage. Wir sagen, wir geben alles. Wir geben alles. Und jetzt wollen wir das Ergebnis. First Class ist mein Perfect Match. Das hätte ich euch direkt sagen können, dass ich in der First Class nur zu Hause bin. Das ist ja jetzt nichts Neues. Aber wir können jetzt einfach mal die Namen auswendig lernen. Suite Plus, das ist das Wohnzimmer bei den Wolken. Dann haben wir den Einzelsitz, das ist die Suite. Dann gibt es zum Überfluss natürlich nochmal, um alles zu verwirren, eine Suite in der Business Class, das andere war in First Class. Dann gibt es den Privacy Suite, einen Ort, um Gedanken schweifen zu lassen, einen Rückzugsort direkt am Fenster mit höchster Privatsphäre. Oder wenn ja unser Bundesjogi noch da wäre, wäre das höchste Privatsphäre. Dann haben wir das extra lange Bett für erholsamen Schlaf. Leider schreiben Sie nicht dabei, wie lang es ist. Ich glaube, ich war 2,10 Meter, wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann gibt es nochmal die Extra Space mit persönlichem Freiraum, viel Platz und Stauraum. Das ist, wenn man das sieht, das ist die so ein bisschen der Thron. Dann gibt es den Business Class Classic, komfortabel und geräumig. Dann gibt es Premium Economy, extra Leckrum in der Economy Class Sitz. Also in der Premium Economy gibt es immer nur einen Sitz, aber in der Economy Class gibt es extra Leckrum. Da gibt es dann den Leckrum Seat in der Economy Class. Dann gibt es nochmal den Classic, ist wahrscheinlich, wenn man in der Mitte sitzt. Preferred Zone, dann ist das die Mitte weiter vorne und dann Free Neighbor. Da kann man dann halt einfach nochmal einen freien Sitzplatz bekommen ohne Nachbarn. So, lass mich nochmal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also hier haben Sie jetzt 13 verschiedene Sitze gemacht. Ich mache mal wieder Test wiederholen. Dann gehen wir alles ein, allein weiter, nichts davon weiter, nichts davon weiter, nichts davon, nichts davon, nichts davon zum Ergebnis. Ja, das würden nur 13 Sitze. Also man hat dann schon wieder etwas abgespeckt. Und wie ihr seht, es ist abhängig von eurem Geldbeutel und was ihr wollt. Also ihr könnt jetzt in der Lingo der Lufthansa Suite Plus, Suite First Class, Suite Business Class, Privacy Seat, Extra Long Bed, Extra Space Seats, Classic Seat, Seat Seat, also ein Seat ist einfach nur ein Seat in der Premium Economy, Extra Legroom Seat, Legroom Seat und dann muss ich wieder hochscrollen, Classic Seat, Preferred Zone Seat und Free Neighbor Seat. Also wer beim Bullshit Bingo mitmachen möchte, kann diese direkt drauf schreiben. Ich weiß gar nicht, wer ja als Kunde sich überhaupt das alles merken soll, dran denken kann und in irgendeiner Art und Weise da mit klarkommt. Also ja, ich finde es schwierig. Und ihr könnt ja schreiben, was euer favorisierter Sitz ist. Und ich weiß, dass wieder einige Spezialisten natürlich schreiben, ich fliege mit Lufthansa nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Ganze dann bei Swiss heißt oder bei Austrian. Da bin ich mal gespannt, was da kommt. Und komischerweise kann ich mit Lufthansa First Class ja gar nicht fliegen, weil dieser Sitz ja noch gar nicht kommt. Aber im Mai soll es halt soweit sein. Hängt halt wirklich von den Penunzen ab. Und da müssen wir einfach mal schauen, was das Ganze wird und gibt. So. Ich habe, glaube ich, genug gesagt jetzt zu dem Thema, oder? Also ihr seht das auch so hoffentlich. Mehr kann man davon nicht sagen. Dann geht es mit der TSA weiter. Ich bin ja ein großer Freund von der TSA. Ich finde sie immer sehr zärtlich, sehr liebevoll, wenn sie mit mir umgehen. Ich habe ja auch TSA Pre, deshalb habe ich auch gestern in einem Gespräch mit dem Kunden immer gesagt, hey, mach deinen Global Entry. Ihr könnt, wenn ihr Fragen habt zu Global Entry, euch auch bei mir melden.
und vor allem bei Arrival. Und da ist es halt wirklich sehr schmus, wenn man da durchgeht. Und jetzt ist es so, dass die TSA, und die heißt ja als Abkürzung Transportation Security Administration, für die Sicherheit zuständig sind. Aber wenn man überlegt, dass 300 und ein bisschen Leute es geschafft haben, durch die Sicherheitskontrolle gemacht haben, und sie sagen, sie haben roughly 300 Incidents. Davon sind 200, die den versucht haben, da reinzugehen, wo die Passagiere rauskommen. 80 haben das Podium, also diesen Test, da wo man kontrolliert wird, bypassed. 85% sind gestoppt worden. Und jetzt überleg mal, also wenn von 80 85% gestoppt werden, dann sind 15%, das sind also quasi, ja, kannst du ausrechnen, also 80, 85% sind dann quasi 12 Leute, die es geschafft haben. Ich verstehe das nicht. Wie können 12 Leute davon durchgehen? Und da ist es so, dass es auch jemand ja auf das Delta-Flugzeug geschafft hat, so wie ich euch gesagt habe. Aber wie viele Fälle gibt es, wo die es gar nicht merken, dass da jemand durchgeht? Weil es muss ja auch irgendwo, ich hatte mal die Zahl gehört, irgendwo bummelig 90%, wenn die kontrolliert werden, finden die Waffen ja auch nicht im Gepäck. Also das ist schon alles sehr, sehr aufregend, was da passiert. Und ich finde das dann eher erschreckend. Und natürlich ist es so, dass man jetzt das alles relativieren wieder muss und sagen muss, natürlich, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Man muss auch ehrlicherweise sagen, natürlich, dass Fehler passieren, und man muss auch natürlich sagen, dass man da natürlich, ja, in jedem System Fehler erkennt. Aber auch die Zahl der Leute, wie viel, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen da durchgeflogen sind, ist natürlich auch so. Und ich muss natürlich auch dann sagen, ja, ist die Fliegerei trotzdem sicher? Weil ich sage jetzt mal so, wie viele Leute bypassen das Ding? Und wenn das in Amerika, wo es ja relativ hart kontrolliert wird, was passiert in Deutschland? Ist das in Deutschland auch so sicher? Manchmal habe ich nicht das Gefühl. Ich weiß es nicht. Also ich finde es immer amüsant. In Tallinn wollen sie immer meine Akkus sehen. Die haben da so einen Fetisch. In München haben sie einen Fetisch, meine Kamera immer zu sehen. Und ich muss sogar teilweise ein Foto machen. Ich mache dann immer ein Foto von dem Kollegen, der sagt, ich soll ein Foto machen, weil man darf ja eigentlich da kein Foto von irgendwelchen Geräten machen. So sagen sie es ja zumindest. Also mache ich lieber ein Foto von dem Kollegen und zeige damit nichts. Weil er wollte ja, dass ich ein Foto mache, und ich kann ja nicht irgendwie andere Leute fotografieren. Keine Ahnung. Aber wie dem auch sei, schwierig. Ich bin mal gespannt, was ihr an Gedanken dazu habt und was ihr unten kommentiert und was ihr schreibt. Jetzt noch mal eine kleine Anmerkung, warum amerikanische Kreditkarten nicht nur geil sind, sondern auch super geil. Es gibt wieder eine Promotion, vor allem für die Leute, die nicht bei Hyatt sammeln und keine Hyatt-Kreditkarte haben, sondern eine American Express-Karte in den USA haben, eine Platin zum Beispiel oder eine Centurion-Karte. Da gibt es jetzt eine Promotion, dass man, wenn man 250 Dollars ausgibt bei Hyatt, egal wo in der Welt, kriegt man 50 Dollar zurück. Das ist ja schon mal gut, dass dann 20% Ersparnis. Oder aber wenn ihr zum Beispiel schaut und sagt, hey, ich bin in Kanada, da könnt ihr es auch machen, da sind das, glaube ich, 500 kanadische Dollar, und ich habe es in der Gruppe gerade gesagt, und 100 Dollar back. Ne, US-Dollar sind es, Entschuldigung, US-Dollar. Also da kriegt man dann auch sogar mehr zurück. Das gilt dann für alle Hyatt-Hotels. Kann man vielleicht auch staggern. Ich bedanke mich, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV, heute bei dem Vielflieger-Update. Denkt dran, eure Fragen hier zu schreiben. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, zu kommentieren. Und ich beantworte eure Kommentare natürlich gerne. Und was auch ganz wichtig ist, ist immer an dieser Stelle natürlich, gebt mir Liebe durch ein Like. Also, heute alles Gute, morgen alles Bessere, und heute zwei Sendungen. Ich nehme jetzt den Meilenmittwoch auf. Ich sage einfach Tschüss, und ich gebe euch heute mal wieder den Abspann. Also, bis dann. Ciao. Thank you.